zum letzten Mal, also zumindest in diesem Monat, lade ich Sie zu einem Hierzulandausflug ein. Wir besuchen Gau Weinheim. Es liegt ungefähr zwischen Bad Kreuznach und Alzey. Vor 1250 Jahren wurde das Dorf zum ersten Mal erwähnt. Nun darauf sind die 600 Einwohner stolz. Und auch die beiden Kirchen. Was auffällt, die Gau-Weinheimer schmücken gerne, was sie haben. Überall im Ort trifft man auf knallbunte Tore und Fassaden. Da macht auch die Obergasse, die wir heute besuchen, keine Ausnahme. Aber gerade dort spielt sich noch viel mehr ab. Sie ist jung. Sie ist kreativ. Sie ist überraschend. Die Obergasse von Gau-Weinheim. Der schiefe Turm ist im Anzeichen. Den bekommt heute Besuch aus dem Kindergarten. Ja, war stimmt. Die Kleinen haben nämlich Bilder gemalt. Heimatkunde. Alle haben gemalt, so gut sie konnten. Und zur Belohnung gibt es heute eine spezielle Turm-Erklärstunde mit Bürgermeister Hans-Werner Krämer. Der schiefe Turm von Pisa, der ist auch in Italien ein schiefer Turm. Aber unser Turm ist noch origineller. Der ist an jeder Seite unterschiedlich schief. Aber er steht stabil, wie gesagt. Ganz stabil. Besonderes Highlight heute ist aber die Turmbesteigung. Die gibt's nicht alle Tage. Und außerdem kitzelt sie die Fantasie der jungen Maler. Schön langsam. Und hast du einen Geist gesehen? Ja, da sieht es. Ich habe so. Hab den Geist gesehen. Pflanzschalen aus Scherben von Kanalrohren. Selbstmodelliertes oder einfach nur selbstmontiertes. Das Wohnzimmerfenster als Schaukasten für die Gruppensammlung. Die Obergässer entwickeln viele Ideen, manchmal auch sehr ungewöhnliche. Der Eingang zur Kunstwerkstatt für Kinder und Erwachsene. Schon im Hof zeigen kleine Kostproben das breite Spektrum der Kursteilnehmer. Heute kommt eine gemischte Gruppe von 10- bis 14-Jährigen. Ihr Werkstoff ist weicher Porenbeton, den sie fein geschnitten. Kursleiterin Maja Jakumas ist Kunstpädagogin und Therapeutin. Ja, auf jeden Fall. Wir sind heute mit nach Hause. Sie arbeitet an einer Grundschule. Dort organisiert sie die Theater AG, Unterrichtungswerke und Kunst. Privat kommen diese Kurse in der eigenen Werkstatt dazu. Ich habe auch viel mit Kindern gearbeitet, auch schon als Jugendliche, weil Kinder so eine Ursprünglichkeit mitbringen, ja, und es darum geht, dass sie keine Fehler machen können. Also es ist ein Augenmerk, wo sie keine Fehler machen können. Es geht eigentlich nichts, selbst wenn was in Anführungszeichen schief geht, kann man daraus was machen. Also es gibt für alles eine Lösung und auch eine Lösung, die zufriedenstellt. Was ich den Kindern so gestehe, das nehme ich auch für mich in Anspruch, dass ich hier niemanden was erklären muss, im Grunde genommen, oder nicht rechtfertigen muss. Ich gehe das an und wenn es gefällt, kommen die Kinder und es gefällt anscheinend und so ist es durch. So kommen die unterschiedlichsten Kunstwerke zustande. Am wichtigsten aber ist, diese Arbeit macht allen Spaß. Auch der Kursleiterin selbst. Lang ist sie nicht, die Obergasse. Umso mehr verwundert es, dass sich hier so viel schöpferisches Potenzial hat. Nur wenige Meter von der Kunstwerkstatt entfernt spielt sich diese Szene ab. Eine übergroße Spinne, sie heißt Tickler, wird vom Herbstlaub befreit. Julie Pardo hat sie selbst modelliert, in einem Erwachsenenkurs von Maja Jakumas. Doch in Haus und Hof dieser Frau gibt es noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel den von Hand bemalten Traktor-Oldtimer. Das ist mein Johnny, mit dem bin ich 10 Jahre lang zur Arbeit gefahren. 20 Kilometer einen Weg, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Ich habe jeden Kilometer, jede Sekunde genossen. Meine große liebe Johnny, ein wahr gewordener Traum.
Ja, auf meinen Sternenhimmel noch zu sehen, Namensschild, damit auch jeder weiß, mit wem das zu tun hat. Es ist einfach nur, klasse. Da ist noch eine Leidenschaft, Judy Patris. Ja. Sie häkelt, aber keineswegs das Übliche. Dann möchte ich Ihnen mal meinen Opa vorstellen. Den habe ich gehäkelt. Ein ganz großer, schöner Opa. Mit richtig tollen Augen. Ich finde, das sieht richtig echt aus. Und die Nase, schauen Sie mal die Nase. Das sieht doch aus wie echt, oder? Das ist doch ganz toll. Und die Ohren, richtig. Ich habe also versucht, auch mit dem Geist drauf zu arbeiten. Das ist auch so mein ganzer Stolz. Ja. Für sich selbst entwickelt sie extravagante Outfits, die manche als gewagt empfinden könnte. Ich finde, es sieht klasse aus. Ohne welche Gelegenheit trage ich das? Das trage ich zu jeder Gelegenheit, die ich mir einbilde. Wenn ich Lust habe, ziehe ich es an, dann ist das die richtige Gelegenheit. Alles wird so klar. Den Jüngsten unter Grau-Beinhaus-Geschwärtern fehlt es nicht an Vorstellung. Doch die Kindergartenkünstler hatten für heute genug Input und machen sich auf den Heimweg. Durch die Obergasse, das Kreativzentrum von Grau-Beinheim. Wer anonym sein möchte, der würde